Herr Mamsala, grüß Hallo, Sie. Hallo, grüß Sie. Ich sehe bei euch im Hintergrund Roboter. Ja. Was hat das mit Gore-Tex zu tun? Wir zeigen hier ein neues Produkt. Das ist ein Gore-Tex Active mit Shake-Dry-Technology. Shake-Dry ist im Prinzip diese Technologie, da ist kein Außentextil mehr dran, das heißt die Membrane ist außen. Und Shake-Dry im wahrsten Sinne des Wortes ist einmal schütteln und dann ist es trocken. Wirklich? Das ist das, was der Roboterarm zeigen soll. Okay, das gucken wir uns mal an. Also im Grunde kommt der Roboter, holt diese Jacke raus, hier wird sie angesprüht und danach schüttelt er das. Ja. Und das soll im Prinzip eigentlich zeigen, dass eigentlich das Wasser abperlen kann. Mhm. Ja? Natürlich ist jetzt nicht alles komplett trocken mit dem Roboter, das schafft er auch nicht, aber man sieht ja schon, da tut sich was. Es tut sich ein bisschen was, ja. Und das ist das, was wir demonstrieren wollen. Ja. Das Wasser perlt einfach ab, weil kein Außentextil mehr drauf ist. Das Prinzip von Gore-Tex ist ja letztendlich, dass das jetzt in verschiedensten Marken wieder eingebaut wird. Das ist richtig. Wo können wir denn das so in der nächsten Zeit und wann können wir das sehen? Also die meisten Produkte gibt es schon. Mhm. Wir haben das zum Beispiel Arc'teryx, bei Blackjack, wir haben das auch zum Beispiel hier, bei Gore Bikewear und Gore Runningwear wird es verarbeitet. Diese Jacken sind dafür gedacht, dass man im Prinzip laufen kann auf der Straße oder auch mit dem Rennrad fahren. Nicht geeignet ist mit dem Rucksack, weil sie einfach nicht so robust ist. Ist aber die leichteste Gore-Tex-Jacke, die es gibt und die atmungsaktivste. Mhm. Wiegt ja wirklich gar nichts. Genau, die wiegt 100 Gramm, diese Jacke. Wahnsinn. Und entsprechend ideal für solche Aktivitäten wie Rennrad fahren oder ein paar Stunden laufen. Wie eine zweite Haut. Genau. Was muss ich für die hübsche Jacke denn berappen? Die Jacken kosten zwischen 200 und 350 Euro. Okay. Gore-Tex an sich, was ist der Trend bei der ISPO 2017-Bereich? Also was wir sehen ist, dass die Materialien immer leichter werden, aber auch softer. Und was auch ein Trend ist, ist das Thema Stretch. Das heißt, dass das Material im Prinzip sich an den Körper besser anpasst. Das sehen wir bei Schuhen, das sehen wir auch bei Jacken, bei Handschuhen. Also da sehen wir überall diesen Trend. Die Konsumenten möchten gerne, dass die Materialien besser am Körper dran sind, aber dann auch die Flexibilität bei der Ausübung von Aktivitäten. Was kann man denn in den nächsten Jahren erwarten von Gore-Tex? Also was ich gerade eben gesagt habe, das Thema Stretch ist für uns ein Thema. Daran arbeiten wir, weil diese Jacke zum Beispiel hat jetzt keinen Stretch-Anteil. Mhm. Wir haben noch weitere Innovationen, so Konzepte, die wir jetzt zeigen. Und da geht es um das Thema Stretch. Das heißt, wir wollen da schauen, dass wir Produkte anbieten, die jetzt besser auch nochmal im Alltäglichen bei Aktivitäten wie Sport sind. Das wollen wir dann zeigen. Das ist ein Trend. Der andere Trend ist, wir sehen auch diese Vermengung zwischen Function und Fashion. Das heißt, wir sehen auch, dass nicht nur Wasserdichtigkeit und Regenschutz am Berg interessant ist, sondern vor allem auch in der Stadt. Und da arbeiten wir auch mit Designern zusammen, die jetzt ganz innovative Lösungen anbieten. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, danke. Erfolg an den Messen. Danke. Danke.